Freunde, wir stecken gleich mal doch zum Glück gibt's Brettspiele. Herzlich willkommen. Servus Maria. Hi Markus. Was gibt's? Es wird wieder ausgepackt. Und heute sind drei durchaus interessante Spiele. Erstens einmal, es sind alles englischsprachige Spiele. Und alle Spiele, auf die ich mich schon sehr gefreut habe. Für die, ein bisschen eine Werbung muss auch manchmal sein. Ich habe ja auch einen Brettspielladen und es kommen immer mehr englischsprachige Spiele dazu. Das ist zaghaft, das ist vorsichtig, denn man möchte ja nicht übertreiben und dann darauf sitzen bleiben. Wenn ihr da draußen vielleicht eh schon Kunden seid und ihr euch durchaus das ein oder andere englischsprachige Spiel leisten möchtet, aber eben das noch nicht gibt, dann schreibt mir das, dann weiß ich, wo ungefähr die Schmerzgrenze ist sozusagen, wie viele Leute wirklich eigentlich darauf warten und sich dann vielleicht denken, na Gott sei Dank, gibt es mal einen Laden, der auch englischsprachige Spiele hat, die es sonst eigentlich gar nicht gibt. Schon gar nicht auf Deutsch. Weil darum geht es ja in erster Linie. Und die drei Spiele, die wir heute auspacken, ich bilde mir ein, da gibt es noch keine deutschen Versionen. Kann schon sein. Es kann sein, dass zumindest bei zwei davon eine kommt. Man weiß es manchmal auch nicht, das dauert halt manchmal etwas länger. Ja. Wir haben jetzt heute gescherzt, bei Asmodee kommt jetzt eine Handvoll Meeple raus. Ja, genau. Das Spiel A Fistful of Meeples, da haben wir auch schon mal ein Review gemacht. Genau. Das gibt schon seit Jahren. Drei Jahre oder länger, dass sie jetzt draufgekommen sind, dass es auf Deutsch gut wäre. Eben, ja. Und das ist ein bisschen der Punkt, wo man dann sagt, okay, dann greift man vielleicht doch zum englischen Spiel, weil vielleicht kommt es nie auf Deutsch. Und warum sich selber einschränken, wenn man es kann. Sowieso. Würde mich interessieren, wie es bei euch da draußen aussieht. Habt ihr ein Problem mit englischsprachigen Spielen oder ist euch das egal? Würde gerne mal wissen, wieso der Querschnitt ist von unseren Zuschauern. Würde mich interessieren. Ja, also ich habe schon Probleme mit den englischen Spielen, weil ich muss das dann erklären und Englisch ist halt nicht meine Stärke, dann überlasse ich es dir und dann bist du halt derjenige, der das erklären muss und natürlich, wenn man was erklärt, ist man nicht so drinnen und kann man nicht gleich losspielen. Also ja, das ist leider so. Ist klar. Ja. Aber das soll uns nicht stören. Wir beginnen mit Dice Miner. Das ist ein Spiel von dir, das du dir geschnappt hast. Yes, das habe ich mal geschnappt. Es war nämlich schon mal bei dir. Dann war das ausverkauft. Und dann haben wir gedacht, wieso? Und jetzt habe ich es wieder gesehen und haben wir gedacht, komm, im Prinzip kann man sagen, das ist durchaus recht einzigartig. Es ist ein Dice-Building, Dice-Drafting-Spiel. Yep. Mehr weiß ich auch nicht. Sieht man ja schon mal auf sich Hinterseite an. Da sieht man schon, die Würfel werden da eingesetzt und man muss sie sich dann nehmen, also Dice Miner, deswegen, weil man immer zu den Guten gelangen will. Ja? Aber zuerst muss man die oberen wegschnappen. Ja? Kennt man. Aber ich mag Würfelspiele und das hat, wie schon gesagt, einen interessanten Mechanismus, wenn man sich darunter graben muss und den Guten. Ja. Schauen wir uns das an. Also der Cover gefällt mir auf jeden Fall schon. Ja. Und da haben wir dann Guide. Das ist für ein bis vier Spieler, dauert so 20 bis 30 Minuten und ist so ab 10 Jahren. Es kommt schon alles in Erfahrung. Ja, und schau, die Regeln sind einfach, ja, das sind nur ein paar Seiten. Ja. Also das ist einfach schnell gespieltes Spielchen. Ein Solo-Spiel, das darf heutzutage auch nicht fehlen. Genau. Und da haben wir schon diesen Berg, den man wahrscheinlich jetzt zusammen selber basteln muss. Genau. Ja, da haben wir dann auch. Aber mag ich, dass es so glänzend ist, schau. Ja. Das ist cool, glänzend. Gibt es auch die Assembly Instruction. Mhm. Ist jetzt nicht super komplex oder schwierig, sieht man. Ja. Und man hat dann einen dreidimensionalen Berg, der ist ein bisschen schräg. Und da kann man dann eben diese Würfel reinschlichten. Dann haben wir da diesen Zwerge. Schau, die sind auch super cool. Ja, schöne Grafik. Ja. Schöne Grafik, ja, die kommt, das ist auch Pappe. Sind keine Tolkien-Zwerge, weißt du warum? Nein, wieso? Weil die Frauen haben keinen Bart. Normalerweise haben die auch einen Bart. Einen Bissi-Bart. Dann haben wir da so einen Block. Block ist gut. Wertungsblock, ja, dick. Dann haben wir da einen Beutel. Schön bedruckt mit Dice Miner, das mag ich, weil dann weiß man schon, zu welchem Spiel es passt. Und die Würfel ist. Und die Würfel, die sind fettig, schau. Sehr viele weiße, das dürften die normalen, vielleicht Standardwürfel sein, wobei der Sechser ist hier ein Bier. Genau. Und somit hat das Spiel bei mir schon gewonnen. Ist schon mein Lieblingsspiel. Ja, dann haben wir so Geldwürfel. Könnten Münzen sein vielleicht, ja, Münzen ist auch ein Bier. Bier, ja. Ja. Dann haben wir da andere Würfel, da kriegst du die schwarzen. Juhu. Ich glaube, der Drache ist drauf oder so. Ja, das könnte, da ist ein Drache drauf, wieder ein Bier und fallende Meteoriten oder Magmagestein oder man weiß es nicht, ja. Aber Custom-Würfel, das ist immer schön, ja. Ja, und da gibt es so mit, schau, mit
So Schatzkisten. Truhen, Schatzkisten und dann graben, abwehren, wieder Bier. Also das ist schon cool. Man weiß es nicht, gell? Ah, wir haben noch eine Würfelsorte. Ja, Türkis. Noch eine. Türkis, aber so ein bisschen durchsichtig Türkis. Ja, also milchig. Also die Würfel mag ich. Ja, ja, also Custom Dice sind immer schön, ja. Und die Farben sind auch recht toll. 20 bis 30 Minuten, das heißt, es ist jetzt kein super komplexes oder langes Spiel. Nein, das geht schnell. Das zeigt auch hier, dass man wahrscheinlich dann einfach die idealen Würfel sich schnappt, ja. Und vielleicht upgraden kann oder wie auch immer. Ja, man muss ich bin nicht, gespannt. Ich bin auch gespannt, weil man muss nicht immer diesen Kracher haben und nee, immer was. Man will halt einfach Spiele, die man schnell runterspielt, ja. Dazwischen halt. Und ich habe leider nicht mehr sehr viele. Ja. Viele sind ausgezogen, weil sie halt nicht gut sind. Mhm. Aber da freue ich mich schon drauf. Ich sag mal, Dice Drafting kann Spaß machen, und wenn es jetzt super komplex ist, kann das ein gutes Einsteiger- oder Aussteigerspiel sein. Ja. Ten Penny Parks. Ach. Das möchtest du haben. Schaut schon ganz cool lieb aus, ist aber gar nicht mal so ein einfaches Spiel, muss man auch sagen. Also es schaut eher so aus, oder? Ja, schön, man macht einen Vergnügungspark. Ja. Das Ganze ist schon heftig, sieht man auch. Ab 14 Jahren und dauert 75 Minuten. Also ein Kracher eher. Ja, definitiv ein Kracher. Und Vincent Dutré, da ist er wirklich überall. Gefühlt macht er die Grafik von jedem zweiten Spiel. Ja, aber er macht schon das schon gut. Also ja, natürlich. Ich mag ihn sehr. Da sieht man es auch, das ist typisch sein Werk und da ist auch wirklich viel los. Man verliert sich wie in einem Park. Genau. Da ist auch, muss man sagen... Ist es schwer? Ja, ja. Das ist schon recht schwer. Fangen wir an mit Meeple, und zwar nicht nur irgendwelche Meeple, das sind doch wirklich Kasten-Meeple. Das sind riesige Meeple, ja. In verschiedensten Farben. Ja. Was ich toll finde, wir haben hier zum Beispiel eine Frau mit so einem Fuchsschwanz, und dann gibt gut. es einen Mann, der ist etwas beleibter. Ja, die sind verschieden, das mag ich. Das sind verschiedene Besucher vielleicht, ja. die man glücklich machen möchte. Oder es sind verschiedene Arbeiter, wobei ich glaube eher, das sind Besucher. Dann gibt es eine Schachtel, gut gebaut. Oder es sind die einzelnen Spieler, weil es gibt dann auch solche Marker noch. Okay, das kann sein. Vielleicht hat jeder Spieler seine individuellen Meeple, das weiß ich eben nicht. Das kann schon sein. Und dann gibt es einen Haufen... Das sind wahrscheinlich die Besucher, oder? Das sind Bäume. Bäume? Was machst du? Achso, wieso sind da Bäume, bitte? Das weiß ich nicht. Aber warum machst du einen Vergnügungspark für Bäume? Ja, ey, deswegen frage ich mich, wieso sind da Bäume? Das ist das ein Weihnachtsmarkt oder was? Nein. Aber vielleicht sind wir mitten im man will den erweitern und dann müssen die Bäume weg. Genau, richtig. Oh, weil du hast halt überall gleich mal Beton. Ne? Schade um die Bäume. Naja, hätten wir was gelernt. Augen auf bei der Berufswahl, sag ich. Machen wir mit den Karten weiter. Ja. Ich mache sie auf, wenn sie aufgehen. Wir haben dann noch von Thunderwork heißen die. Mhm. Gibt es dann noch ein. Ja, Thunderworks, ja. Ein Katalog. Die machen sehr, sehr gute Spiele und deswegen mag ich auch dieses Spiel. Mhm. Oder wollte ich das Spiel haben, weil es eines meiner Lieblingsspiele, das sie gemacht haben, ist Roleplayer. Ja, der ist schon gut. Da muss man sagen, ist einfach ein tolles Spiel. Roleplayer mit den Erweiterungen. Sehr, sehr toll. Kartografer, ja. Oder die Kartografin. Mhm. Lockup gefällt mir ebenfalls sehr, sehr gut. Hast du das gespielt? Ja, haben wir schon gespielt. Ja, das war schon super. Cape May sagt man nichts, aber eben... Diese Theme Park. Theme Parks, Ten Penny Parks. Aber schauen wir uns die Karte. Schaut, das ist wieder dieser Dutré-Stil, die sind wirklich schön. Schaut, Drache und so. Die sind schon cool. Also, zeig mal die mal her ein bisschen. Zeig mal her. Schaut, das sind wirklich schöne Karten. Und die sind auch so ein bisschen mit Leinenfinish, also das mag ich, weil dann rutschen sie nicht weg. Sind da verschiedene, warte, oder haben sie, oh ja, das gibt es verschiedene. Das ist auch gut. Und sie haben auch verschiedene Hintergründe. Hm. Also wahrscheinlich für jeden Player welche, ein Set wahrscheinlich. Ja. Und dann gibt es so welche mit Goal, also das sind wirklich die Goals. Die sehen so aus. Ja, gefällt mir. Ja, und dann gibt es ja so Hilfe, also so Helfen, Cheat, Aid. Ich bin jetzt einigermaßen irritiert, wieso? Weil das ist das Regelheft. Du hast hier einmal die Komponenten, wie das Spiel aufgebaut wird. Ja. Und dann hast du nur mehr zwei Seiten für Regeln. Zwei, drei, ja. Wo aber auch sehr viele Bilder sind. Und das war's. Und hast du Solo. Also vielleicht ist es doch nicht so komplex. Vielleicht ist es doch nicht so komplex, aber doch komplex. Oder ist es so einfach erklärt und dann komplex? Weil solche Spiele gibt es auch.
ja. Ja, und da habe ich schon gesehen, du musst einen Karussell zusammenbauen. Ja, und siehst du, da hast du die Bäume, die ja. eben noch Plätze ja, genau. wegnehmen vielleicht. Die müssen ja. da weg. Natürlich. Die Bäume, die Menschen, dann Bäume. Ist es vielleicht doch nicht so heavy, wie ich dachte, aber es stört mich überhaupt nicht, im Gegenteil. Muss ja nicht. Wie schon gesagt, es muss nicht immer das Schwerste von Schweren sein. Wie schon gesagt, deswegen habe ich auch den Dice Miner ja. gekauft. So, da haben wir schon den Park, da kommt sicher der Karussell hin und da gibt es so Leisten, auf denen man sicher raufgehen muss. Und die Hinterseite ist so ein Blueprint. Ja, genau. Ja, so ein Blueprint ist da. Genau. In der Mitte, das sehen wir uns dann gleich, schauen wir uns dann gleich ja. an, baut man tatsächlich das Karussell. Ja. Das könnte wahrscheinlich dann im wahrsten Sinne ein Rondell sein, mhm. eine Rondellfunktion ja, vielleicht. Ja, auf jeden Fall, weil da sieht man es schon. Ja. Da sieht man es schon. Das ist natürlich absolut naheliegend, wenn man mhm. schon ein Rondell hat, dass es auch gleich ein Karussell ist. Ja, ja, weil es ja parkt, dann dreht es sich sicher. Genau. Und wenn es gut zusammengebaut wird. Und der Rest sind dann die Komponenten, wir haben die Münzen, wir haben mhm. hier dann die Unterlagen, wo man wahrscheinlich dann sein Park baut generell. Wir haben hier Geldmünzen, also Geldscheine, ja. allerdings aus Karton, das nicht ist aus gut. Papier. Das ist gut, das ist immer gut. Ja, und da ist für jeden Spieler halt dieses... Also solche Plättchen-Legespiele im Stile zum Beispiel auch vom Bärenpark und so weiter mag ich auch sehr, sehr gerne. Deswegen, ich bin jetzt einerseits ein bisschen überrascht, weil ich habe nicht allzu viel mhm. von dem Spiel gewusst, nur von wem es ist und dass manche meiner Lieblingskollegen das Spiel sehr, sehr gerne mögen. Mhm. Aber ich bin jetzt nicht enttäuscht, im Gegenteil, es schaut sehr, sehr gut aus. Und hier haben wir... Die Attraktionen, da hast ja, du schon genau, ein paar gezeigt. Ja, da habe ich schon ein paar gesehen. Da haben wir zum Beispiel den Kraken World und den Mammoth Valley, Volcano Space Tower, Rings. Space Rink, Reagan ja. Alley, Hoover Races. Das kann schon sehr cool sein. Also von der Optik her spricht das mich ja. absolut an. Von der Optik her ist es cool. Und wenn man dann sich überlegt, okay, man baut dann seinen Park. Und wenn es wirklich ein bisschen sogar vielleicht wie Bärenpark mhm. ist, mit Karten. Also es ja. dürfte schon eine Spur komplexer sein als das. Ja. Dann warum nicht, ja. Aber ich freue mich drauf. Das dürften dann tatsächlich Worker sein. Ja. Genau. Für jeden Spieler gibt es ein paar Spieler Worker. Drei. Genau. Und dann hast du die Attraktionskarten, die du bauen musst, mhm. etc. Also ja, ja. Ja, ich bin interessiert. Zufrieden, ja, ich auch. Es bin neugieriger drauf. Soll man spielen. So. Und das vermeintliche Highlight heute, ja. davon habe ich nur sehr, 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 sehr Gutes gehört, ja. ist nämlich Wonderlands War. Ebenfalls ein super schweres Spiel. Die Grafik als solches, wenn man das sich schon anschaut, mhm. ist es so fantastisch. Ja. Es ist gut gezeigt. Bis 5 Spieler. Hm? Ja. Ab 13 Jahren kann man sagen, oh, super schwer. Ja, also. 25 Minuten pro Spieler, das heißt... Da sitzt man schon zu viert etwas länger dran. Ja. Oder auch zu dritt eigentlich schon. Ja, sicher. Aber da freue ich mich schon drauf. Also das Weil zu dritt sind das ja dann schon über eine Stunde. Natürlich. Mm, also das ist ein Backbuilding. Build your back. Ja, na, es hat ein paar Komponenten zusammen. Okay. Ja, also aber da bin ich schon neugierig. Man hat Kartendrafting, mhm. man hat Backbuilding und man hat ein bisschen Area Control, was ja, das mag ich, aber wenn es gut integriert ist, dann mag ich es genau. wieder. Das Cover ist sicher eines ja, der schönsten Covers, die ich seit langem gesehen habe. Ja. Das ist einfach, das mag ich einfach. Ja, es ist schon gut gemacht. Es ist wirklich, wirklich hübsch. Ja. Und wir haben einen Katalog von 2021, ist schon ein bisschen älter. Make sure you're up to date with any additional resources. Ja, ja, ja. Mhm. So, das Regelheft ist jetzt da ein bisschen fetter. Ja, oh, schon. Oh ja. Natürlich. Allerdings haben wir hier auch aber sehr viele Bilder. Bilder. Ja, ja, sind sehr viele ist jetzt Bilder. Verkehrt. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, das ist auch gut so. Das soll auch so sein. Ja. Auf der Rückseite, das gefällt mir auch immer sehr, sehr gut, hat man die Ikonografie mhm. und auch die Schlüsselwörter, ja. die man brauchen muss oder die man brauchen kann. Ja. Und der Player-Setup. Ja, also es sind super viele Bilder. Also, ja, das ist aber auch gut okay. so, dann ist es besser erklärt. Ja, also das ist schon okay. Dann soll man ein paar Seiten mehr verwenden und auf jeden gut Fall. Ist. Wir haben Beutel. Mhm. Viele Beutel. Ja, ganz normale Schwarzbeutel. 1, 2, 3, du hast wahrscheinlich ja, auch. 3. Ja. Ja, 1, 2, 3. 5, 6 Beutel, schwarze Beutel. Ja. Die eine Spur durchsichtig ja, sind. Ja, die sind durchsichtig, aus dünnen Leinen. Deswegen. Gut, wenn jemand am Tisch so anfängt zu spielen, dann wissen wir, dann wissen wir Bescheid. Da gibt es ein paar Kandidaten. Ja. Wir haben Standys, Minis, ja. Und wir dann haben Figuren, Ein Haufen Zeugs, was aber überall relativ gleich ausschaut. Also das ist so ein ah, ja. ein Schloss. Ein schönes Schloss. Eine Burg. Ja.
Und es gibt so verschiedene Farben, das dürften die Spielerfarben sein, denn wir haben das nämlich in, oder weiß nicht, ob es Spielerfarben, oh ja, könnte sein. Ja, grün, so aus, ja. Orange, violett, blau, rosa und pink. Yep. Ja. Ich habe da so ganz normale Kristalle, so schwarze, durchsichtige Kristalle. So ganz normale. Schön. Ja, dann gibt es einen Würfel. Das sieht aus wie beim King of Tokyo. Einfach mit Energie, so Blitze drauf. Ja, genau, drauf. Richtig, ja. Nur ist er halt schwarz und pink. Jeder Spieler bekommt dann auch Meeple. Die schauen einfach wie klassische Meeples aus, ja, aber nur nicht größer. Ganz. Ja, genau. Ein bisschen größer. Ja. In dem Fall in den Spielerfarben. Ja, und dann ganz normale Pömpel. Und Klötzchen. Ja, Klötzchen und Pömpel. Da muss man es verbessern. Warte, da ist noch was. Schau, ich habe noch was gesehen. Wow. Und eine riesengroße, durchsichtige weiße Kristalle. Okay, ich habe noch nie so große Kristalle gehabt in einem ja, Spiel. Ja, die sind schon cool. Das ist ja wirklich groß. Die sind schon cool. Schau durch, schau. Ist da und was darunter? Schauen wir gleich. Und wir haben einen Haufen Karten. Also wir haben einiges zu tun, Maria. Abmachen. Wir haben einiges abmachen. Zu tun. Da ist uns ist der nichts darunter? Also da ist so ein Inlay drinnen. Oh ja, dann geht's oh weiter. Ja, da ist noch. Na, deswegen sage ich ja, das kann ja nicht alles sein. Da ist nämlich ein Inlay und darunter ist ja noch was. Das kann ja nicht alles sein. Genau, das muss ja was auch auspömpeln zu sein. Okay. Da haben wir Karten, so kleine Karten. Das schauen wir uns dann an. Schauen wir uns mal vor die Karten an. Das, ja. Das schaut wie beim Jolly Joker. Die sind einfach so. Ja, also es so schaut ähnlich. Ein bisschen aus wie ein klassisches Karten. Naja. Ja, ja, so ja, Karten. Im weitesten halt. Sinne. Ja, aber finde ich nicht schlecht. So. Und das ist wahrscheinlich für jeden Spieler oder was? Oder na, ich sehe nur drei Farben. Wir haben hier mal Referenzkarten. Ja, das ist gut. Wie ja. Schon gesagt, Referenzkarten und so Spielerhilfen mag ich. Dann immer. Haben wir hier Karten, wo ein A hinten steht, groß. Die sind halt groß, das sind so Karten. Wie Tarotkarten. Ja, und Linenfinish. Und ja, da sieht man ein Kartensoldat. Ja, genau. Erinnert uns ein bisschen an Alice im Wunderland. Ja, ja. Deswegen heißt das Wunderland. Ich weiß. Dann die Flamingos. Und die Hinterseite schaut so. Da eine. Ja, das ist schon schön. Schöne gezeichnet. Rose. Und da der Flamingo, der hat einen Igel am Bladen. Am Bladen schon Igel schön gezeichnet. Auf, ja. Da haben sie sich ausgetoppt bei der Art. Der rote Turm. Red Rook. Red Rook. Da haben wir rote Karten. Die schauen genauso aus wie die anderen. Ja, es könnte halt dann das persönliche Deck sein vielleicht pro Spieler oder auch na, nicht. Nein, es schaut nicht so aus, weil da sind zu wenig Farben. Also das gibt es blau, grün und rot. Okay, ja, gut. Und das ist zu wenig. Und dann hätte der Rosa nichts. Nicht nur Referenzkarten, sondern es gibt auch diese Tea Party, Turn und Warface. Also auch da wird ja. Alles für jeden Spieler ist ein Exemplar dabei. Das gefällt mir immer gut. Mhm. Ich mag das nicht, wenn man Referenz hat, aber dann hat man vielleicht zwei ja. Karten für fünf Spieler. Das ist irgendwie. Da gibt es viele Questkarten, die schauen so aus und dann sind vorne so Sachen, die man erfüllen muss. Und dann kriegt man was dazu. Ja, da haben wir den Hasen mit der Uhr. Ja, ja. Der eben immer auf Achse ist. Und dann haben wir hier den Humpty Dumpty. Ja, Humpty Dumpty. If you end the battle with an even strength or you lose Humpty, gain 3 shorts. Okay. Shorts. Sehr schön. Ah, den Caterpillar, den kennt man auch vielleicht. Der Chess, ja. Dormouse. Ja, also wenn man alles im Wonderland kennt, sind da viele dabei. Dann haben wir noch ein paar Questkarten da. So, das gehört zum Quest. Aber ich glaube, das ist eher fürs. Gibt es ein Solo? Ja. Ja, dann wird es wahrscheinlich das für Solo sein. Weil da steht nur sowas und dann ganz normale schöne Karten mit schönen Bildern. So, wir haben ein Riesenbrett. Also momentan ist es noch nicht riesig, wir werden das jetzt aufmachen. Ja. Da wird mir die Maria ein bisschen helfen müssen, weil es sind nämlich. Oh Gott! Ja, genau. Du kannst mich auch Markus nennen. umgekehrt. So. Haben wir es? Ja, ich hoffe, wir haben es. Es ist ein Riesenbrett. Ja, ein riesengroßes. So. Ah ja, man sieht den Tisch von der Teeparty, logischerweise, und die verschiedenen Bereiche. Oh ja. Battle Track. Wirklich hübsch. Pool of Tears. Es hat halt natürlich diesen violetten Touch, was mir aber sehr gut gefällt. Weil, ja, ich mag ja Violett. Ja. Dann gibt es verschiedene, ich schätze mal, das sind die Playerboards oder so. Da haben wir. Also die sind aus dünnem Papier. Ja, da haben wir Josiah Cat. Das ist eben auch die Katze quasi vom Cover. Das ist die sich so unsichtbar machen kann, etc.
Jabberwock. Dann haben wir die Queen of Hearts. Mhm. Die Herzkönigin, die Beise. Jo, den verrückten Hutmacher. Und natürlich die Rebellin, die Alice. Alice's Rebellion. Und da sieht man im Hintergrund, da ist eben auch das Einhorn. Da gibt's davon gibt es eine Karte. Ja. Da sieht ihr die Meeple. Da sieht man auch die Farbe. Also sie hat anscheinend Blau. Ja. Der Hutmacher Lila. Der Hutmacher Lila, die Rot, ja, Grün. So ja, passt. Dann gibt es hier auch noch ein Flowchart. Mhm. Also ein Flussdiagramm, wie es so schön auf Deutsch heißt, wo man sagt, okay, du machst das. Mhm. Was hast nein, du das? Ja, nein, okay, ja, nein. Dann mach das. Und du siehst dann auch immer, wenn du etwas wissen musst, auf welcher Seite du nachschauen musst. Ah, okay. Zum Beispiel Wager, okay, optional, wie war das nochmal? Das steht dann auf der Seite 12. Das finde ich auch toll. Ja, das ist gut. Ist gut gemacht, ja. Ja, aber so viele Möglichkeiten. Ja, ja. Dann gibt es viele Tokens. Da gibt es sicher auf BGG schon Acryl-Tokens vermutlich. Wahrscheinlich. Die viel zu viel kosten, aber egal. Ja, und auch wenn man sie herbringen will nach Europa. Also eine Materialschlacht. Und zum Schluss haben wir für die Standees jetzt hier die Charaktere. Und ich glaube, bei das Kickstarter waren sicher Plastikfiguren dabei. Vermutlich, ja. Aber, ja, aber ich habe nichts gegen Standees. Wenn die Standees selber mir das nicht kaputt machen. Also es gibt Spiele, die das kaputt machen, leider Gottes. Ja, weil die Standees so blöd sind. Ja, aber in dem Fall. Na, aber da gibt es natürlich Werbung zu den weiteren Spielen, zu Tidal Blades und Grim Masquerade. Sorcerer City. Ja. Ja. Ich muss sagen, Materialschlacht hin oder her. Es schaut. Opa, da ist wer. Ja. Der verrückte Ding. Es schaut toll aus, es fühlt sich toll an, ich bin absolut interessiert und in ein paar Tagen werden wir uns das anschauen, oder? Ja, hoffentlich. Ja, ich freue mich schon drauf. Ich glaube, es kann vielleicht für euch oder halt für die Spielgruppe, mit der ich spiele, nicht ganz komplett toll sein, eben wegen diesem Area Control, aber das muss man sich anschauen, ob das so schlimm ist oder nicht. Ich will es mir anschauen, schon deswegen, weil es cool aussieht. Ja. Also die Materialien sind schon super duper, das geht sich glaube ich nicht aus, aber egal. Und ich freue mich schon drauf. Also ja, ich mich auch. Ja, also Backbuilding ist toll, mag ich auch. Und deswegen mag ich Ola. Ich behaupte auch, dass das Thema absolut viele anspricht, weil Alice im Wunderland kennt man. Das ist ja sowohl für Kinder als auch für Erwachsene interessant. Natürlich. Weil das ist eigentlich streng genommen kein Kinderbuch. Nein, nicht. Ja, also da geht es um Drogenmissbrauch etc. Sowieso. Wenn man sich genau anschaut, als Erwachsene liest, dann denkt man sich, oh Gott. Ja, aber natürlich, wenn Walt Disney einen Film macht, dann ist es auch für Kinder. Natürlich. Also so gesehen, ja. Ich bin gespannt. Drei tolle Spiele, alle drei können wir spielen. Alle drei könnt ihr früher oder später auch Reviews erwarten oder Kostproben, dass wir mal einen ersten Eindruck euch gewähren. Denn ich bin mir nicht sicher, ob wir das so schnell, so oft spielen können, dass wir da ein fundiertes Review machen können. Ja. Wenn ihr eines dieser Spiele schon gespielt habt, dann schreibt uns vielleicht in den Kommentaren, wie das Spiel bei euch ankam. Vielleicht sind wir zu überschwänglich, vielleicht müsst ihr uns einen Dämpfer verabreichen. Ja, oder vielleicht könnt ihr unsere Euphorie unterstreichen und sagen, ja, ihr habt da tolle Spiele, die auf euch warten. Ich freue mich für euch oder wie auch immer. Würde mich interessieren. Und vergiss bitte nicht, eingangs erwähnt, schreibt uns, wie sehr sind für euch englischsprachige Spiele ein Problem. Wollt ihr mehr davon sehen, vielleicht auch hier im Laden oder generell in den Läden? Und dann haben wir da ein bisschen Feedback, ja. Passt in diesem Sinne. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Gatto.